Hey Leute und herzlich willkommen zu Orcs Must Die Unchained. Das ist ein etwas neueres Spiel, das erst rausgekommen ist. Und ich dachte mir, ich stelle es einfach mal vor, damit vielleicht auch meine Freunde es runterladen und mit mir dann spielen. Ich wollte es mit dem Video vorstellen, darum stelle ich es jetzt vor. Ich erzähle euch erstmal, was Orcs Must Die ist. Das ist ein wellenbasierendes Spiel, das man mit Freunden spielen kann. Man wird in verschiedenen Wellen, das ist halt von Map unterschiedlich, wie viele Wellen das sind, wird man von Monstern angegriffen, die den Spalt zerstören wollen. Der Spalt hat 25 Leben und ist ein Heiligtum. Und man verteidigt ihn mit seinen Freunden, mit Fallen und Wächtern. Die Fallen, ich kann euch mal meine Fallen und Wächter zeigen. Auch meine Helden. Das sind jetzt Kavumpfas und Attrappe sind jetzt eher weniger wichtige Fallen. Barrikade ist eine sehr wichtige Falle, sowie Pfeilbahn, Schleuderfalle und Stachelfallen, die sind hier unten. Die machen relativ viel Schaden. Terffalle, Schwefel und eigentlich der ganze Rest sind so Sachen, die kann man pro Map hernehmen. Kommt von welcher Map. Dann zeige ich euch die Helden. Ich habe die Ultimate Edition, darum hatte ich schon 6 im Voraus. Ich glaube, die Anfangshelden sind Black Spawn. Black Pawn, keine Ahnung, wie man ausspricht. Maximilian, das ist ein Bogenschütze. Und Gabriella, glaube ich. Die schafft es halt, die Monster in sie verliebt zu machen, dann können sie kurz nicht angreifen. Ich spiele zurzeit immer mit Bloodspike. Der ist eigentlich relativ cool, weil der ist ein Nahkämpfer. Und wenn er Monster tötet, spawnt zu einer Wahrscheinlichkeit auch was zu essen. Und wenn das ist, dann hält er sich wieder voll. Somit kann ich dann länger im Nahkampf kämpfen. Ich kann auch mit Dreieck einen Feind hinrichten, dann droppt er immer was zu essen und die Gegner drumherum sind dann kurz betäubt, das heißt, ich kann dann in Ruhe was zu mir nehmen. Dann zeige ich euch mal die verschiedenen Spielmodi. Weiß nicht, wo ich bin, bei Sabotage, okay, Überblick. Überleben, da kämpft man halt nur mit seinen Freunden gegen die ganzen Wellen. Es gibt dann verschiedene Stufen, Lehrling, Kriegsmagier, Meister und Spaltlord. Lehrling sind wir jetzt ja gut durchgekommen, wenn man das so nennen kann. Da rechts sieht man dann immer die ganzen Maps, wenn man drauf drückt. Da kann man sich schon mal im Voraus überlegen, was man jetzt macht, wie man das jetzt angeht, wo man jetzt Barrikaden setzt oder Fallen. Das kann es dann eigentlich schon gut zum Anschauen. Und ich glaube, ich zeige euch einfach mal den Spielmodus Überleben. Viel Spaß. So, ich habe noch nie mit Midnight gespielt. Oh, ruckelt das. Wächter! Und wo kommen die? Von da oben. Achso, links, nicht mal rechts. Ja, platzieren wir erstmal Fallen und so. Ich parkiere, wie viel Geld haben wir? Hast du für ein extra Geld, oder? Ich glaube schon. Gut, okay. Ooh, well, gotta watch my team. Max, ich hab eine Idee. Ja. Ich park hier Barrikaden hin, dann laufen die alle zu dir rüber. Dann machen wir hinten euer alles zu. Schau. Let them come. Jetzt können die nicht mehr durch. Jetzt hab ich auch kein Geld mehr. Ich hab kein Geld mehr. Ja, bei mir ist auch. Schau, es ist gut so, jetzt laufen alle hier links lang. Also hier lang. Rechts können die nicht mehr, ja, schau. Siehst du denn hier? Okay. Bist du bereit? Aber warte. Noch kurz einen Helden. Okay. Ich hab so eine Spezialattacke, hab ich mir YouTube angeschaut. Ich kann in die Banden reinlaufen und die alle wegschnetzeln. Ich find die Musik so geil. Ja, wenn man gewinnt und so. Oh, meine Beine jucken. Angriff! Oh, diese fetten Dinger. Deine Armbrust. Einfach drauf schießen. Wenn ich mich unsichtbar mache, siehst du mich da, Matte? Siehst du mich jetzt? Ja, ein wenig. Okay, dann siehst du mich also. Oh, jetzt kommen die Fetten. Oh.
Oh, ich hab verkackt. Ich muss hier weg. Ich lauf mal jetzt zu dir rüber. Wie viel Geld hast du? Wo sieht man das überhaupt? Unten links. Siehst du, wie viel? So, ich hab 2000. Okay. Halt, hast du unten 11? Setz mal was, setz mal eine Falle. Okay, also wir können maximal 85 setzen. Deine so, Armbrust. Ja. Wir müssen schon 13 Sachen. Boah, der hat die Keule. Der packt da die Keule aus. Ja, ich bin pleite, das war's. Ich auch, ich hab nur voll wenig Geld bekommen. Meine Beine jucken sich geschafft. Du hast null Tötungen, ich auch. Alter. Ich finde mal, was der Wächter immer sagt. You will not come down. Mit deiner Armbrust macht die ganzen Kills. Geh weg. Ich rette euch. Ich stelle mich vor ihn. Lol, bei mir ist geleckt. Wie wird die voll in Schach halten? Hier, was geht ab? Locker easy. Also im Prolog. Oh, ich bin fast tot. Okay, habe ich bekommen. Nächste Welle. Ich pack hier lauter Fallen hin, weißt du, aber hier kommen wir einfach nicht durch. Naja, vielleicht kommen wir später hier durch. Man weiß ja nie. Ich geh mal weg. Ja. Ich bin gestorben, du nicht, ey. Scheiß Fernkämpfer. Oh, Bulldog kommt. Oh, da kommt er, der Fette. Ach, scheiße. Das wird lustig. Der Guardian macht das. Hat sie. Boah, nimmst Alter. Du nicht. Nimmst du nicht böse, ich mach mich mal unsichtbar. Okay. Oh, der Wächter kämpft in den. Oh. Und der Guardian ist tot. Was kommt da? Was kommt da alles? Er ist tot. Hinter dir, hinter dir. Oh, er ist tot. Oh yeah. Lol, ich hab irgendwie gar nichts verstanden. Also irgendwie haben wir nur drauf geklopft, sonst gar nichts. So, und weiter geht's mit Sabotage. Würde ich mal. Nee, erst mal zu Endlos. Endlos ist fast so wie Überleben. Man hat halt jetzt unendlich viele Wellen, das ist ja schon im Namen. Man hat das gleiche Prinzip, der speichert 25 Leben. Und halt nur die Monster kommen endlos immer weiter. Man muss halt so viel schaffen wie möglich. Von daher, das kann ich euch einfach mal zeigen. Das ist eigentlich auch ein interessanter Spielmodus. Wem es gefällt, der spielt es halt gern. Würde ich mal sagen jetzt. Viel Spaß. Oh, da kommen solche Golems immer. Die kotzen so an. Welche Golems? Ja, da kommt dann so ein Boss bei mir. Also ist kommen und der, wenn ich ihn getötet habe, dann wurde er immer kleiner und wurde immer mehr. Das hat so angekotzt, Alter. Was? Der wird kleiner und mehr? Ja, der teilt sich also auch die aus, Zeit, also als eine, aus eine wird zwei, aus zwei werden vier oder was? Ja. Wie willst du denn das schaffen dann? Ja, irgendwann kann dann er sich hast du irgendwann nicht so mikroskopisch kleine Millionen Gegner, ja. Oder? Nee, aber die sind dann alle durch dieses Portal gegangen und dann habe ich gleich verkackt. Ja. Können wir erstmal eine Barrikade, oder? Auf einer Seite hinstellen. Ja, hier. Ich pack immer Barrikaden und dann noch ein paar Stacheln, weil die laufen dann immer trotzdem noch hier lang. Und dann laufen wir zu den Stacheln rüber. Und dann bekommen die Schaden. Aha, Masterplan. Nee, warte mal, ich stell die ja später
Jetzt erstmal vorne so starten. Enemy has opened a minion portal. Hallo, kommt schwer. Dein Spring kostet 200, nur zur Info. Ja, ich weiß. Ich kann es schnell wieder aufladen, mein Wächter. Hier kommt niemand durch. Kombo. Ja, wir können uns immer ein bisschen zurückziehen, falls das ist. Nächste Welle schon. Wahrscheinlich nächste Welle. Diese Dinge leben noch, weißt du, nächste Welle. Sind fast tot. Nur leben. Oh, meine Leiche hingeflogen ist. Jetzt kommen schon die nächsten an. Alter. Oh, what? Nicht übertreiben hier. Jetzt kommen schon die nächsten Bimbus an. Oh Gott! Wir sind bei Welle 13. Ben, zurückgedrängt, Maxi. Ich bin schon Kampfstufe 12. Kann mich dagegen? Oh. Tot. Ja, nein, Alter. Scheiße. Was kommt da alles an? Ey, diese Golems, Mann! Das gibt's doch nicht! Ja, der ist durch. Sind alle durch. Warte, Oh Mann! Da kommt noch einer! Ey, den hast du nicht. Yo, was sind denn das für fette Dinger? Oh, da kommen schon die nächsten. Kommt der? Ich richte dich in! Geht doch mal Pause, damit die was Neues verziehen können. Ich hab schon 7000 Geld. Da kommen wieder fette Maxi. Ja, ich bin hier gerade noch etwas beschäftigt. Pass auf nicht, dass du verreckst, ja. Alter. Scheiße, was denn jemand abtankt? Hier ist schon richtig viel und ich sehe doch, was alles so kommen wird hier gerade. Ich finde es im Hintergrund, was da noch alles ankommt. Ey, nee, den Golem kann ich überhaupt nicht dauern. Nächste Welle schon wieder. Der Golem kommt nicht durch. Okay, der eine durch, ist drin drin. Oh, jetzt sollte man anscheinend. Ich auch. Gott, Alter. Können wir auch mal durchatmen, so eine so Atempause mal vielleicht? Jetzt kommen wir da das Schild drücken. Jetzt kommen wir die Ninja Turtles. Sterben die auch mal? Hallo? Ey, fuck, Max, wir sind so im Arsch. Gott! Was ist das? Ich bin tot. Diese Golems! Ich wurde gebumst. Wir. Nein! 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 Ey! Wie soll man denn das schaffen, Mann? Ey, wir haben bis Welle 14. Wir haben bis Welle 14 geschafft. Oh, Wahnsinn. Ah, Stufe 1 bis 10, weißt du, steht einfach Stufe 1 bis 10 benötigt, der ist klar. Oh Mann, Alter. Das ist nicht mehr. Ey, war das geil. Weiter geht's mit Sabotage. Das ist meiner Meinung nach jetzt der
eine der besten, also der, also für mich der beste Spielmodus. Da rechts gibt es auch sogar ein Ranking-System. Das sind jetzt die ganzen Diamond-Spieler. Da bin ich noch weit davon entfernt, glaube ich. Ich kann mal schauen, ob ich mich finde. Wie kommt man da jetzt runter? Nicht so. Nein. Ich bin Bronze. Nice. Okay, das ist jetzt egal. Also Sabotage, da kämpft man gegen andere Spieler, 3 gegen 3. Man hat das gleiche Prinzip, man wird vom Monster angegriffen, von computergesteuerten und von Monstern, die die Spieler aussuchen. Man hat also eine Liste, wo man sich 3 Monster aussuchen kann. Dann drückt man ein Bild mal ins Aus und das kann man dann mitten in der Runde irgendwann beschwören. Und die kommen dann auch ganz normal wie die Computer. Monster kommen die ganz normal rein, sind dann bloß stärker und auch mehr in der Anzahl. Und ja, man muss halt wieder den Spalt zerstören und das sind halt 6 Wellen, immer 6 Wellen. Und wer nach den 6 Wellen mehr Leben hat, hat dann gewonnen. Nach den 6 Wellen alle gleich viel Leben haben, kommt ein Sudden Death, haben beide Teams ein Leben und es geht dann so lange, bis halt ein Team verloren hat. Und das ist halt eigentlich ein richtig cooler Spielmodus, weil man auch Zaubersprüche hat und man nie weiß, was passiert. Ich würde einfach mal mitten in der Runde zu einem Huhn verwandelt. Das war auch eine schöne Erfahrung. Das macht einfach alles mega viel Spaß. Ich zeig's euch einfach einen kleinen Ausschnitt. Stell dir vor, du bist Müllmann. Noch einmal bekommst du so die Nachricht. Hey, dein Typ ist auch hier. Der checkt gar nichts. Versuch die mal alle hier runter zu stoßen. Ich tue überall so Sprungfallen und so. Jawohl. Ich hab jetzt mal vor dem Eingang jetzt lauter zwei Barrikaden gesetzt. Können wir uns auch vom einen Eingang rein. Wenn wir den richtig hart deffen, dann kommen die hier nicht mehr durch. Boah, Alter, der hat auch voll die Verteidigung schon. Schau mal, hier. Ich habe jetzt hier die 1-2-1 zugemacht. Jetzt können die nur von hier durch. Wenn wir hier richtig gerade deffen, hier richtig Verteidigung einzubauen, kommen die da nicht mehr durch. Ich muss noch was auswählen, Schildtroll, ja, die sind assi. LOL! Was ich gedefft hab, Alter! Richtig krass! Minotaurus hat noch gar nichts eingesetzt. Aber der checkt das Spiel nicht. Schubfalle mal hier hin. Die können auch von oben kommen, lol. Maxi, die kommen auch von oben jetzt. Ja, hier ist so eine Falle, ich möchte die noch kaputt. Ich habe jetzt Wölfe dabei. Ich bin unterwegs. Einer muss auch unten bleiben von euch. Alle kommen jetzt hier hoch. Ja, wir sind schon auf. Ach so, schau, die Felsen sind hier schon automatisch. Ja, lol. Da muss man auf die Zielscheibe schlagen und fallen die Felsen runter. They've summoned a boss minion!
Ey, muss runter von euch, schön, wenn ihr unten rankommt. Ja, ja. Da kommt Hund. Was? Wie? Boss, 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 Boss. Ich hab meine Waffe vergessen, nein! Fuck! Ich hab vergessen, was das letzte macht, tut mir leid. Ich hab jetzt in der ganzen Aufregung vom Kampf meine Monster vergessen, so eine Scheiße. Wir müssen jetzt alle hier oben eigentlich töten, dann können wir runtergehen. Weil die unten brauchen ja viel länger, oder? Ja. Wir werden sagen, fokussieren uns hier oben hin, setzen uns hier oben rein. Und dann gehen wir erst runter. Ich kann unchained werden. Vergiss dein Ding nicht, deine Monster. Meine Schärfe habe ich schon gesetzt. Sie haben gerade. Ich köpfe euch! Ey, das macht so übelst Bock, das Spiel. Ja! Ich hab die Welpen. Ey, Maxi, das Game macht so Bock. Es ist unglaublich, wie viel Bock das macht. Okay, so macht's jetzt oben. Ja, also ich würde sagen, wir werden verteidigen oben, wenn der unten ist. Wenn die Orle oben wechseln, dann helfen wir ihm. Das ist einfach die gute Taktik eigentlich. Ich setz mal ein paar Mana bei denen hin. Meine Welpen warten. Wow. Jetzt haben wir unsere Fallen übernommen. Ich werde unchained. Yeah. Ich bin runtergestoßen, lol. Ich lebe aber noch. Schick meine Welpen los. Jungs. Irgendwas hat mich runtergestoßen von denen. Keine Ahnung, was das war. Ich köpf dich! Und dich bums ich! Ey, macht das Game Bock, ey. Das ist unglaublich. Das ist so geil. Haben wir dann auch noch gewinnst. Ah! Ah! Das war's dann auch mit der Vorstellung von Orcs Must Die Unchained. Ich hoffe, es hat euch gefallen, so wie ich es vorgestellt habe. Ich bin da jetzt kein Profi drin. Ja, ich wünsche euch viel Spaß und einen schönen Tag. Tschüss.